Und damit herzlich willkommen zu Subway Sim Hamburg. Ich habe von Aerosoft den Key zum Spiel bekommen und ich spiele das vor dem Release. Und wir werden heute einmal den Subway Sim ein bisschen genauer anschauen. Wir werden dann auf der U3 die ganze Strecke fahren und mal schauen, wie das so ist. Nachdem das Ganze jetzt hier vor Release ist, kann es sein, dass sich vielleicht nur ein, zwei Sachen bis zum Release ändern. Also ich spiele es am 10. und am 16. kommt das Spiel raus. Also von daher, es muss nicht so sein, dass es dann so rauskommt, wie es gerade ist. Gerade bevor ich das mal gesagt habe. Rein von den Einstellungen her, wird man das mal gesehen haben, werden wir hier das mal auf 4K ändern. Wunderbar. Und ansonsten ist hier alles auf episch. Die dynamische Auflösung und HDR habe ich jetzt mal aus. FPS-Limit bei 60. Und das war's. Okay. Wenn man den Subway Sim startet, dann hat man hier einerseits den Fahrplanmodus, Expertenmodus und Szenario. Letzteres geht aber noch nicht. Ich denke mal, das wird dann zum Release dann reinkommen. Expertenmodus ist dann so, dass du den Zug aufrüsten musst. Du musst dann entsprechend Zugnummer und Ziel eingeben. Kannst halt auswählen, wo du startest und wo du halt dann hinfahren möchtest. Und Fahrplan, ja, ganz normal halt nach Fahrplan. So, wir starten in Barmbek, würde ich sagen. Da gibt es 223 Fahrten. Wir können auch in Wandsbek starten, auf der Saarlandstraße. Und das, glaube ich, wäre nochmal in genau andere Richtung. So. Dann würde ich sagen, irgendwas zur Mittagszeit. Zum Beispiel, ja, den hier. 12.22, 13.08. Und ich würde sagen, wir machen 2 GT5. Und dann geht's auch schon los. Mein zweiter Besuch jetzt bei der Hamburger U-Bahn. Der eine oder andere kennt noch das Video von TS Classic, wo wir da in der U-Bahn unterwegs gewesen sind. Das ist ja hier jetzt eine andere Linie. So, heute fährst du einen regulären Hochbahnzug. Achte darauf, an jedem Bahnsteig vorne zu halten und deine Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Achte darauf, dass du dich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hältst und keine roten Signale überfährst. Informationen über die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung und das nächste Signal findest du in der unten rechten Ecke des Bildschirms. Okay. Ja, unser Führerstand, den kennen wir ja bereits. Der Zug ist jetzt schon komplett aufgerüstet. Und bevor wir hier mit dem Zug wegfahren, würde ich sagen, schauen wir uns den mal kurz an. Das ist auch so eine Spezialität. Wenn ich da auf Interagieren klicke, dann geht die Tür nur so ein bisschen auf. Ich muss dann nochmal klicken. Und dann geht sie ganz auf. Das finde ich komisch. Ja, das ist die Station hier. KI-Züge sind auch unterwegs. So rein vom Modell her. Sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Check on YouTube. Sim Next. Kann ich auch hier so rein? Naja, dazu müsste ich die Türfreigabe machen. Ja, das Ganze in der Unreal Engine. Sieht erstmal nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Uhrzeit scheint weitestgehend zu stimmen. Ja, das ist cool. Wäre natürlich noch geil, wenn hier die Zuginfo drin stehen würde. Und da möchte jemand einsteigen. Ich würde sagen, wir machen mal die Türen auf. Dann können wir selber mal da reingehen. So, einmal hier einsteigen. Zumachen. Wir machen die rechte Seite auf. Alles aufmachen. Und da kommt der Kollege. So, Tür auf. So schaut das Ganze von innen aus. Auch die richtige Anzeige hier. Nett. Und noch keine Fahrgäste, aber die kommen noch und setzen sich dann entsprechend hier hin. Sonst noch ein paar Infos. Streckennetz hier. Coole Sache. Ja, ich würde sagen, wir fahren mal los. Wir machen hier mal die Tür wieder zu. Okay, und da sehen wir schon mal das Interface rechts unten. 80 km/h ist das, was wir jetzt gerade fahren dürfen. Und das in 23 Meter 40 km/h, eben in 30 Meter kommt 40 km/h. Die Anzeige ist da ein bisschen unglücklich gewählt, finde ich. Das ist so in einer Zeile angezeigt wird, das
ein bisschen doof zum Lesen. Naja. Hier die Anzeige funktioniert, das werden wir dann bei dem nächsten Halt dann gerade sehen. Und auch hier kann ich entsprechend rumspielen. Da zum Beispiel Endhaltestelle. Bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change, please. Kann man Störung, Alarme anschauen, wenn es denn irgendwas hätte. Kann auch da das. Ach, das ist jedes Mal der Gong hier. Durchsage Außenlautsprecher, Abfertigungsdurchsage. ZZA. Okay. Haben wir hier noch alles? Fahrgastraum, Dauerlicht, Automatik, Fahrraum einschalten. Scheibenheizung. Cool. Kann ich auch anmachen. Was haben wir hier? Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80. Also schneller als 80 fährt er nicht. Okay. Kameras einschalten. Moment mal, das ist ja dann hier, oder? Okay. Interessant. Ich weiß, dass es beim Anzocken funktioniert hat. Dass man dann hier den Innenraum gesehen hat. Will jetzt irgendwie nicht. Ja gut, ich würde sagen, wir düsen mal los. Türen werden verriegelt. So, Abfahrt. Moment mal, du bist doch nicht verriegelt. Warum nicht? Was hast du jetzt für ein Problem? Hä? Welche Tür ist denn? Hä, was hast du jetzt für eine... Ach, die Tür! Die ist noch nicht komplett zu. Komm, geh mal zu. Ist jetzt okay? Ja, jetzt ist okay. So, ja, Abfahrt. Ja, Fahrgeräusche vom DT5 kann ich nicht wirklich bewerten. Ich bin echt noch nicht mit. Also, ich bin schon mitgefahren, aber das ist schon länger her. Wenn ich nicht mehr genau erinnere, wie es eigentlich klingen soll. Aber wenn wir da Experten haben aus Hamburg, gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr den Sound findet. Ich jetzt als Unwissender mit einem Okay. Aber ich muss sagen, die Performance. Ah, ist wirklich nicht gut, also maximale Einstellung. Und mit einer 4090 bin ich jetzt zwischen 20 und 30 FPS. Eher so bei den 20 daheim. Das ist schon etwas schlecht. Ich hoffe, bis zum Release tut sich doch noch was, weil ansonsten wird es auf schwächeren Rechnern halt entsprechend schlechter laufen. So, auch das hier funktioniert. Auch wenn hier Details fehlen, das sieht ein bisschen schräg aus, aber es funktioniert. Wir machen auf. Alle Türen öffnen. Müsste man dann auch hier sehen, dass es aufgeht. Ja, wunderbar. Also, keine Ahnung, warum hier Szenerie hier fehlt. Ich werde das jetzt mal als Bug. So, wie schauen wir aus? Kann er mal einsteigen? Gut, machen wir die Tür zu. Sehr gut, Abfahrt. Wir probieren das mit der Kamera dann nochmal. Sobald hier der Screen ausgeht. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links. Okay. Jetzt geht's. Ist ein bisschen verpixelt, aber es funktioniert.
Kommando ausschalten. So, Geschwindigkeitsregler ist auf 80 eingestellt. Schneller wird's nicht. Wir sollten bremsen. Streckenkenntnis wäre jetzt natürlich nicht schlecht. So, ich glaube, ich muss hier bei der 6 anhalten. Einmal aufmachen. Ich kann es ja eigentlich mal kurz zählen. 1, 2, 3. Oh, das sind 3 Wagen. 1, 2, 3. Ja, wir haben dann 6 Wagen hier in der Doppeltraktion. Oh, so ein Burger wäre jetzt aber auch nicht schlecht. Hamburger. Hamburger aus. Die Abfahrt. Oh, was mir gerade einfällt. Ist die U3 nicht die Linie, die was beim Wasser vorbeigeht, wo man König der Löwen sagt gleich Gebäude sieht? Wo sie das Musical haben? Jetzt zum Beispiel 80 km/h in 800 Meter 50. Das ist wirklich ein bisschen schlecht gewählt. Südre. Hier steht es aber ein bisschen knapp. Das werden wir mal das Einsteigen hier beobachten. Ja, gehen effektiv rein. Und setzen sich hin. Das schauen nur alle ein bisschen synchron. Ja, Details. So, schon wieder fertig. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das für eine Linie in TS Classic war. Das Wasser hat ganz schön schmutzig ausgesehen. War das die U1? Ja, so... Puh... 10 FPS. Ich glaube, ich muss ernsthaft die Grafikeinstellung runterdrehen. Also, das geht ja mal gar nicht. Das ist ja ein Ruckelfest hier. Oh, das ist aber sehr schade. Warum werden die neuesten Spiele irgendwie nicht optimiert? Vielleicht auch mit Star Wars Jedi Survivor und Co. Das ist schon ein bisschen traurig. So, machen wir die Türen auf. Und währenddessen gehen wir jetzt mal in die Einstellungen. Und dann werden wir hier mal ein bisschen runterdrehen. Gesamtqualität, Epic. Machen wir es mal auf hoch. Yes, anwenden. Schließen. Fortsetzen. Ah, jetzt sind es 30 FPS. Ich will aber mit einer 4090 nicht die Grafikeinstellungen runterdrehen müssen, damit es läuft.
So, alle eingestiegen. Machen wir die Tür wieder zu. Und Abfahrt. Ja, es ist wieder auf 10, 15 FPS runter. So, irgendwas findet er hier. Ah, ne, Bremsen, Gas geben. Irgendwas findet er hier überhaupt nicht toll. So, das sieht nach Halt aus. Moment mal, waren da jetzt gerade Autos, die so halb in der Brücke drin waren? Das würde ich gerne nochmal sehen. Ich bin auf. Sehe ich das mit der Außenkamera? Okay, dann muss ich selber mal aussteigen. Interagieren. Komm, geh auf. Kann ich da vorne hingehen? Ja, wunderbar. Interessante Gestaltung da hinten. Ja, okay. Auf. Was wird denn hier rumgeschrien? Naja, auf. Die Autos sollte man also vielleicht nicht so achten. Na gut. Ja, mach doch die Tür auf. Ich hab's doch extra freigegeben, dass schon wieder zugegangen. So. Na, ist schon wieder zugegangen. So, wir fahren. Schon mal. Wieso bist du schneller als 80? Ja, okay, nur 2 km/h. Bremsen. Schon wieder, sag mal, werden da Leute geschlagen? So, anhalten. Hör auf. Das sieht auch entsprechend anders aus. Aber trotzdem komisch, dass hier die Szenerie fehlt. Und was ist mit der Kamera hier? Praktisch, dass sie die Wand hier filmt. Ja, ich würde sagen, Tür zu, Abfahrt. Ja, Tür zu, jetzt, wunderbar. Immer noch die Ansicht für hier hinten. Wir haben sogar die Movie Cam, die ich gerade jetzt erst entdeckt habe. Okay. Nice. Ja, also Release muss hier performance-technisch echt was passieren. Sonst glaube ich, habt ihr da wirklich keinen Spaß.
Das andere, da könnten wir auf die andere Seite rüber. Ah, ich glaube, da muss ich jetzt mal ein bisschen härter bremsen. Es wird dunkel. Hochbahn wird zu U-Bahn. So, Türen auf. Und? Haben wir eigentlich schon langsam? Pff, ja. Voll ist relativ. Wenn ich hier die Tür offen lassen. Ah, sind wir hier Lokführer zum Anfassen. Ja, da ist auch alles gut. Tür zu. Abfahrt. Eigentlich. Nächster Halt. Ach, was ist so? Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Das funktioniert. Ausstieg links. Was ist jetzt das für eine Aktion? Alarm? Okay. Geschwindigkeit wurde überschritten. Ja, ich weiß. Okay. Warum tust du es dann auch nicht bei 50 halten? Und jetzt eh wieder 80. Wobei, nein, ich lasse mal die 50 drin. Ich will das nochmal ausprobieren. Tür drauf. Das ist extrem hell hier auf den Kameras. Und weil ich es gerade sehe, lass uns nochmal aussteigen. Kann ich da raufgehen? Nö, schade. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Ah, es ist sogar mit Kunst. Irgendwie. Moment. Ach so, weil das hier so ein bisschen auf ohne geht. Alles klar. So, da. Kommt da was? Ja, da kommt der andere. Einmal wieder hier einstecken. Tür zu. Wunderbar, Abfahrt. So, jetzt machen wir das nochmal. Feldstraße, Ausstieg links. Ja, er hält nicht. Ich glaube, das soll so nicht sein. Na gut, gehen wir wieder auf die 80. Alarm. I know. Yeah, Freiheit. Wir sehen wieder was. Oh, der ist schon alt. Oha, oha, oha. Bitte anhalten, anhalten, anhalten. Ja, Fahrgäste haben Spaß mit mir. Was zum... Okay. Schade, habe ich das jetzt nicht in der Außenansicht gehabt. Das sah ja jetzt geil aus. Okay. In der nächsten Station machen wir das in der Außenansicht. Das will ich nochmal sehen. Nächster Halt, St. Pauli.
Ausstieg links. Oha. Adi meine. Was parkieren, wenn man möchte. Und da ist auch schon der Halt. Züdeli. Einmal St. Pauli. Sie machen es schon wieder. Gut, jetzt ist es da nicht ganz so schlimm gewesen, aber sie waren zumindest übereinander. Okay. Wie schaut eigentlich hier die Cinematic Cam aus, wenn man hier unten ist? Mal drücken. Oh, sie funktioniert. So, 40 erlaubt. Oder auch nicht. Damit ich das mal getestet habe. Oder ist eigentlich nur mit 50 nicht? Oder geht's bei allen nicht? Naja, wir fahren da auch da zu schnell. Ausstieg rechts. Südere, anhalten bitte. Landungsbrücken. Oh. Okay, warte mal, da ist das Schiff. Und da hinten ist König der Löwen angedeutet. Ha. Geil, und da die Öper. Und das da unten, ich glaube da hinten ist der Fischmarkt. Glaube ich. Achso, Türen aufmachen. Da war ja was. Okay, das sieht. Ah, Moment mal. Naja, das glaube ich sieht. Der Kopf sah jetzt gerade ein bisschen komisch aus von den Leuten, aber das ist, glaube ich, der Auflösung hier geschuldet. Ja, sehr cool. Ziemlich modern, was sie da hinpflanzt haben. Ach, shit. Ich habe ja das mit die 40 noch drin. 80. Ich weiß. Komm, gib mir da Gas. So cool. Auch wenn es ein bisschen wenig Details hat. Was eigentlich auch noch schön wäre, ist, wenn hier in der Stadt ein bisschen die Leute unterwegs wären. Oh, ich bin zu schnell. Ich hab völlig auf die Geschwindigkeit. Oh, das sah gefährlich aus. So, ein bisschen langsamer. Wow, das ist eine gemeine Kurve hier. Einmal anhalten, bitte. Danke, danke. Und ist es nicht auch die Station hier, wo man. Warte mal. Entweder hier oder die nächste, hätte ich gesagt, steigt man dann aus, um zum Miniaturwunderland zu gehen. Das müsste ja da hinten irgendwo sein. Ist das sogar angeschrieben? Welcher Start? Elfhelfonie? Nö. Zü. Abfahrt. Ich weiß jetzt nicht mal, wo ich ausgestiegen bin, als ich da hingegangen bin. Aber ich meine schon, dass ich da ein Stück zugegangen bin. Also ich glaube, das könnte schon hier gewesen sein. Oh, Kamera!
ein bisschen schneller hier. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Na, ich sehe es jetzt gar nicht. Ja, knapp. Warum macht die Kamera das? Ich glaube, das ist ein Unreal-Ding. Ich mein, ich kann hier nicht nach unten gehen. Da will sie erstmal da ein bisschen reinklippen. Das ist sowas Nerviges. Moment. Aha, sobald die Kamera Distanz macht. Gibt es diese Bremsgeräusche? Vielleicht auch nicht so cool. 30. Ja, also. Macht schon dezent ein bisschen einen unfertigen Eindruck. Ach was, ich kann hier rein? Cool. Okay. No collision here. Sehr kurvige Angelegenheit. Wäre mir du, geh auf. Das würde ich mir wünschen, dass das bei mehr Simulatoren funktionieren würde, so wie da. Dass man auch nicht einfach nur so ein Standbild hat, sondern wirklich eine echte Übertragung. Das ist ein cooles Detail. Ach ja, wer im Expertenmodus fährt und hier dann die Daten braucht, die findet ihr hier. Da habt ihr dann auch die ganzen Codes drauf. Just saying. So, zumachen. Abfahrt. Jetzt ist er wieder so 20, 25 FPS, obwohl wir hier unten sind. 80. Hartgas, los geht's. Ah, vielleicht hart bremsen. Okay. Ach, wisst ihr was? Lassen wir heute mal aus. zu schnell fahren ist vielleicht nicht so schlau. Oha, das ist aber hart hier. Komm, anhalten. Schaff ich's, schaff ich's, schaff ich's. Okay. Sportlich. Tut mir leid, liebe Leute. Will überhaupt noch jemand einsteigen bei mir? Wir fahren mal. Hier sind komische Leute. Aber schon cool, dass auch hier die Cam da so funktioniert. Auch wenn der Ton irgendwie spät kommt.
interesting. Ebene nach oben. Meter 30. Was war da Schönes auf uns? Das sieht nach... Moment, fehlt hier was? Und da hat gerade die Gleise gefehlt. Bisschen geht noch. So, anhalten. Na? Ja, alles normal diesmal? Sieht so aus. So, was den Bahnhof schauen wir uns mal ganz kurz an. Ah, diese Tür. Okay, die Leute haben auch keine Kollision. Laufst du bei mir einfach durch? Jo. Und kann ich... Funktioniert die? Nö. Hä? Was? Hä? Allah! Dieses Aufschreien, ey. Aber das würde ich jetzt gerade irgendwie... Der tut mich da teleportieren. Auf die andere Seite. Okay. Hallo? Komme ich jetzt wieder rauf? Oh ja, funktioniert. So. Machen wir mal wieder. So. Tür zu. So. Wunderbar. Türen zu. Achso, ja, stimmt ja. 30 jetzt hier. Nächster Halt, Berliner Tor. Übergang zur U2, U4, S1 und S21. Ausstieg links. Ja, da haben wir die große Eisenbahn hier. Da irgendwas vorbeifahrt, wenn man lang genug wartet. Ja, aber vermutlich nicht. Mensch, das ist aber langsam hier mit 30. Ah, jetzt 80. Also ja, auch hier. Ton setzt echt spät ein. Bin ich auch wieder zu spät mit Bremsen. Drei, vier und sechs. Tür auf. Wunderbar. Kann ich eigentlich... Oh, die Blende kann ich gar nicht runterziehen. Schade. Und wer möchte, kann natürlich auch in der Nacht fahren. Das geht. So, Türen sind zu. Aber ich darf es jetzt hier für das Video fahren, natürlich am Tag, damit wir was sehen, so wie auch Leute hier einfach so verschwinden. Ja, so. Die Liste wird größer, die noch zu tun ist, bis das Spiel perfekt ist. Eventuell mache ich dann zum Release nochmal ein Video. Und schauen wir, ob was rauskommt ist, beziehungsweise wenn ich sehe, dass ein großer Patch kommen ist. Mache ich eventuell da zwei Ziele und fahre in die andere Richtung oder in der Nacht. Aber so würde ich sagen, ist erstmal keine Empfehlung von mir. Vor allem primär wegen der Performance. Und wegen den kleineren Bugs, aber die sind nicht.
Wieso? Ich meine, auch das da. Was ist da... Was ist da los? Ich glaube, das soll einfach so nicht sein. Dass die Kamera nicht richtig platziert. Das meinte ich. Das Spiel ist nicht fertig. Laufen einfach mal hart auf die Schiene. Ich glaube, sie sollen runtergehen, aber das tun sie halt nicht. Oh Mann. Oje, oje, oje. Oh, das ist Arschrein, das ist das Geilste. Das ist echt das Highlight. Oh, dreckiges Wasser hier. Oder ist es realistisch und Hamburg hat so dreckiges Wasser? Ich glaube es jetzt aber nicht. Naja. Im Sommer bin ich ja wieder in Hamburg. Da sehe ich sie dann. Südli. Alle schön am Anstehen und ich bin auf. Das ist. irgendwie habe ich da so TS Classic Vibes. Oder besser gesagt, nicht TS Classic, Train Sim World Vibes. Also, wäre das ein Spiel von Dovetail Games, dann hätte ich gesagt, ja, typisch, aber das ist von Dovetail Games. Liebe Entwickler, bitte tut's da noch die Bugs fixen und vor allem die Performance optimieren bis zu Release. Aber sehr viele Tage habt ihr nicht mehr Zeit. Eben heute, wo ich das mache, ist der 10. 6 Tage noch, dann soll es rauskommen. Und am schlimmsten Falle Release verschieben. Sonst tut's ja euch da nichts Gutes, wenn das so rauskommt. Ausstieg. Aber sehr grün, die Stadt hier. Aber, hä? Einfach die Ausgestaltung geht irgendwie gefühlt teilweise wirklich nicht weit. Also ich muss anhalten. Anhalten! Hamburger Straße, Türen auf. Alt, falsche Taste, so. So, offen. Auch da hinten. Ich glaube, wenn wir mal aussteigen, sehen wir es ein bisschen besser. Tür auf. Da schaut's mal, das hört da hinten schon wieder auf. Das ist ein bisschen schade. Auch das ist ein bisschen unglücklich. Es wirkt halt ein bisschen lieblos, wenn ich dann sowas sehe. Da so halbe Boden drin. Ich meine, klar, Fokus ist Eisenbahnsimulation, aber wenn ich jetzt irgendwie Hamburger bin und hier das Spiel, dann glaube ich, oh! Oh, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ja, dann fahren wir jetzt mit einem Kollegen mit. Nicht hier raus. Danke. Das war jetzt ein sehr abruptes Anhalten. U3 Schlump. Ist das ein echtes Ziel? Schlump? Aber das heißt, ich kann da Mitfahrsimulation machen? Oder bist du jetzt so abrupt angehalten, weil ich drin war? Okay.
wisst ihr was? Wir probieren das mal mit der Mitte. Schade, jetzt fährt er. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wir probieren das mal mit dem Mitfahren. So, zurück zu unserem eigenen Zug. Eigentlich wollte ich immer hier nach links schauen. Alter, diese Geräusche. Kann ich da nach unten? Ja, da komme ich wieder auf die andere Seite. Okay, das ist irgendwie so ein Teleporter hier. So, Türen zu. Hallo, Türen zu. Dankeschön. Und verriegeln. Oh, 50er Beschränkung. Nächster Halt, Hamburger Straße. Ausstieg rechts. Gibt es eigentlich einen Hotkey, um das Menü auszublenden? Hm. So, bitte anhalten. Und Türen auf. Na? Keine Türen auf? Doch, okay. Wunderbar. So, Türen wieder zu. Bin ja mal gespannt, ob es zum Schluss wie so eine Auswertung gibt. Ob ich da vielleicht irgendwie Verspätung habe oder Vorfehler etc. So ähnlich wie es Trains in the World macht oder Simrail. Ah, hätte man es ein bisschen gewartet, dann wäre der Kollege da gewesen. Oh, jetzt sind es 15 FPS. Wie weit muss ich runterdrehen, damit es dann gut ist? Also wir können dann beim nächsten halt noch eine Stufe runterdrehen von der Grafik her. Und sehen, ob das einen Unterschied macht. Da sind sogar Züge im Depot drin. Cool. Das ist also Abstellgleis halt. Der Bahnhof kommt mir sehr bekannt vor. Was ist auch die Bahn da rechts? Ah, da vorne sind sie. Südle. Okay, einmal aussteigen hier bitte. Bitte gehen, mach auf. Ganz auf. Dankeschön. So, Kollege. Kann ich bei dir einsteigen? Nein, kann ich nicht. Mann, das ist ja... Die anderen wollen auch einsteigen. Schade. Ja gut, aber dann werden wir hier einmal durchfahren. Schickt er uns jetzt da auf die linke Seite weiter? Ich glaube ja, ne? Ach nein, wir fahren aber nach Wandsbek. Wir haben ja noch ein bisschen... So, Tür zu. Na? Achso, die Tür mal wieder. Komm, mach sie zu.
Abfahrt. Nächster Halt, Barmbek. Übergang zur S1. Ausstieg links. Okay, alles klar, S7, wenn wir jetzt gerade fahren. Auch da gibt es Cinematic. Aber das ist nicht förderlich für die Frames. Oh, es ist echt schlimm. Moment mal, wir gehen jetzt mal in den Einstellungen auf Medium. Fortsetzen. Also wirklich besser wurde es jetzt aber nicht. 25, 26 FPS. Es ist traurig. Ich will auf maximal Detail spielen. Ja, und vorne schon der Halt. Oder? Ja. Wunderbar. Sieht aber nett aus hier. Zu früh. Aber passt schon. Ach, da wieder alles wegkrassiert hier. Schade. Mal kurz umsehen. Nix. Why? Warum? Warum machst du das, Kamera? Und hier schweben Sachen. Ich weiß ja nicht. Oh, Kollege ist da. Wollt ihr das mit der Mitfahrt mal probieren? Komm, pass auf. Moin, nicht so weit nach vorne fahren. Ja, also das mit dem Bremsen, das glaube ich, müssen wir noch mal ein bisschen besser umsetzen. Moment mal. Endlich jetzt einfach. Nee. Kann ich jetzt da einfach den KI-Zug übernehmen? Nee! Okay. Nächster Halt, Barmbek. Übergang zur S1. Ausstieg rechts. Ja, also wir fahren heute mal auf dem Gegengleis. Okay. ja, okay. Wann kann man das schon mal machen? Geil. Ja, es ist mal eine andere Ansicht. Ich frage mich halt, was passiert, wenn hier eine U-Bahn, also die Zug entgegenkommt. Der hält mich halt auch nicht auf. Und unser Zug ist halt jetzt einfach mal weg. Der steht einfach fröhlich vor sich hin.
Also das wird irgendwie automatisch von der KI übernommen. Oh, was sich die Hamburger jetzt wohl denken. Der fährt auf der falschen Seite. Und da ist auch das Signal rot. Gut, Türen auf. Hey, meiner kommt auch nicht her. Gut, dann probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir über Rot fahren. Ich kann mir vorstellen, dass er uns dann einfach zurücksetzen wird. Da ist passiert gar nichts. Den Heide. Ausstieg rechts. Alles klar. Ach, Moment mal. Hier ist ja Ende. Oh, die Shit. Okay. Das kracht jetzt gleich. Oder auch nicht. Moment mal. Ja, eine Weiche würde ich das jetzt nicht nennen, aber okay, man kann in Gleisen, beziehungsweise man kann vermutlich auch Weichen aufschneiden oder sowas. Und dann ist es vorbei. Okay, das war ein witziges Abenteuer. Ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns schon bald zum nächsten Abenteuer. Mal sehen, was es sein wird. Bis dahin, ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.